Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mathe-Kursstufe. Diesmal mit diesem kleinen blauen etwas hier, das euch noch sehr verfolgen wird, nämlich dem normalen Vektor. Was ist es und ja, was kann man damit machen? Für was braucht man das? Also, der normalen Vektor, n auch genannt, also einfach Vektor n, ist der Vektor, der auf einer Ebene senkrecht steht. Also in diesem Fall steht der blaue Vektor hier auf die Ebene, auf diese Ebene hier senkrecht, wie ihr sehen könnt. Also soll er zumindest, ist halt schwierig zweidimensional zu zeichnen und einen dreidimensionalen Vektor darzustellen. Also auf jeden Fall steht dieser, dieser Vektor hier senkrecht auf die Grundfläche hier. Also auf das. Auf das hier steht, soll er senkrecht stehen. Und ja, wie berechnet man sowas und wieso braucht man sowas? Ganz einfach. Mit dem normalen Vektor könnt ihr ganz leicht diverse Sachen machen. Zum Beispiel eure Ebene umformen, mit eurer Ebene rechnen, mehrere Ebenen miteinander verrechnen, Schnittwinkel berechnen. Oh mein Gott, ihr braucht den so oft. Das ist echt irre. Daher zeige ich euch mal, wie man den normalen Vektor einer Ebene berechnet, die nicht hier so brav im Grund liegt, wie jetzt diese Ebene, die übrigens x1, x2 Ebene genannt wird. Da ist es ja relativ einfach, denn der Vektor zeigt einfach nur nach oben. Also kann man sagen, der Vektor zeigt nicht nach vorne, nicht nach rechts, sondern nur nach oben. Deswegen ist der normale Vektor einfach 0, 0, 1 zu der Grundebene hier. Deswegen ein bisschen billig, aber wie kriege ich jetzt von dieser Ebene hier oder einer anderen beliebigen Ebene den normalen Vektor raus? Ich habe euch hier ein bisschen was vorbereitet, klar, sonst dauert es so ewig mit dem Schreiben. So, also, normalen Vektor n seht ihr hier und das ist die Ebene, ich habe sie ein bisschen abgeändert. Ja, ich habe euch ja schon gesagt, dass das Skalarprodukt ein, also wenn man, Moment, Vektor n mal Vektor ein anderer x, wenn das gilt, Vektor n mal Vektor x ist gleich 0, dann steht der Vektor n senkrecht auf den Vektor x bzw. umgekehrt. Was ein relativ nettes kleines Geheimnis ist. Denn wir haben ja zwei Vektoren, auf die wir einen senkrechten Vektor haben wollen. Nicht den hier, das ist ja nur der Punktvektor, das ist, ihr erinnert euch, der rote hier. Aber wir wollen einen Vektor, der sowohl auf den grünen als auch auf den schwarzen hier senkrecht steht. Und dabei kann im Prinzip nur entweder senkrecht nach hinten, also weg von euch kommen, oder senkrecht nach draußen, also in etwa sowas hier bei rauskommen. Das ist jetzt doof, weil der fast so aussieht wie der rote, aber das macht nichts. Also sowas in der Art sollte bei rauskommen. Ja, gut, wie berechne ich das jetzt? Ich habe hier nur eine Gleichung und ihr werdet es gleich sehen, drei Variablen, denn ich habe hier den normalen Vektor, kann ich anders schreiben als, also schon als n, ist ja klar. Aber hier als n1 mal, so und jetzt, auf welchen Vektor sollen der rechtwinklig stehen? Also Vektor n bin ich gerade dabei, das zu machen. Den kürze ich ab mit den Koordinaten n1, n2, n3. Also Vektor n mal hier der Richtungsvektor und danach mal den Richtungsvektor. Also Vektor n mal 1 plus, ihr erinnert euch, also das zweite, also n2 mal minus 2 plus, oh, ups, das war ein Versehen, tut mir leid. Ich wollte eigentlich bloß einfügen. N3. Nicht plus. Ah doch, plus, aber nicht dahin. Da muss schon die minus 2 bleiben.
das war jetzt gerade verwirrt, tut mir leid. Mal 2. So, also n1 ist die erste Koordinate von diesem Vektor hier. Also das ist ganz normales Skalarprodukt eigentlich. 1 ist diese Koordinate hier. n2 ist das hier. Minus 2 ist da. n3 ist hier. Und 2 ist hier. So, jetzt haben wir die erste Gleichung. Ich schreibe deswegen hier mal erstens hin. So. Und was machen wir jetzt? Wir haben 3 Variablen und nur eine Gleichung. Schlecht. Okay, dann holen wir uns noch eine zweite Gleichung. Und zwar soll der normalen Vektor ja nicht nur auf den hier rechtwinklig stehen, sondern auch auf den hier. Sonst könnte er ja auch rein theoretisch so stehen. Das ist ja jetzt rechtwinklig auf den grünen hier. Aber nicht rechtwinklig auf den schwarzen. Auf den schwarzen geht es nur nach außen. Und das ist der ganze Trick dabei, also packen wir es an. Hier, das ist ja praktisch der schwarze Vektor. Also hier minus 2 rein. Da 0 rein. Und hier 3 rein. So, ist gleich 0, bleibt immer stehen, denn das bedeutet ja, dass es rechtwinklig ist. Ansonsten, wenn da nicht 0 rauskommt, dann ist es ja nicht rechtwinklig. So, jetzt haben wir immer noch 3 Variablen und gerade mal 2 Gleichungen. Was machen wir jetzt? Wir haben keinen Richtungsvektor mehr. Wir haben ja nur diese 2. Okay. Da gibt es einen Trick dabei. Und zwar, ja, ich weiß, es gibt viele Tricks. Der normale Vektor kann ja so lang sein, wie er will. Also er kann so kurz sein, er kann aber auch so lang sein. Und er kann auch rückwärts gehen, also so in etwa. Er kann auch so lang sein, dass man ihn schon gar nicht mehr sieht. So kann er nicht sein. Deswegen kann man sich hier eine Variable aussuchen, weil die streckt diesen normalen Vektor nur. Man kann jederzeit vor den normalen Vektor 5-mal schreiben, nicht so, vorne dran, 5-mal oder 10-mal, denn der normalen Vektor zeigt immer noch in die richtige Richtung. Er ist nur anders lang, also er geht halt weiter in diese Richtung. Das ist eigentlich das Komische bei Vektoren, das ist bei vielen Problemen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier einfach eine Koordinate aussuchen. Sagen wir, ich kopiere das Ganze nochmal und schreibe es so hin, dass man es auch lesen kann. Ignoriert mal kurz noch das da unten. Da oben kann man noch ein bisschen was vereinfachen. Hier n1 mal 1 kann man ja umschreiben als n1. Also man schaut am besten einfach, welche Koordinate man am besten selbst festlegt, dass es leichter zu rechnen ist. Deswegen versuche ich hier mal eine angenehme Gleichung draus zu machen. So, hier haben wir es schon. n2 mal 0 fällt weg. So, sieht doch schon besser aus. Und dann rät man möglichst was, womit normale Zahlen rauskommen sollten. Am besten irgendwie größer gemeinsamer Teiler oder sowas. Deswegen nehme ich jetzt mal 6 für n1. Weil hier seht ihr hier haben wir nur 2 Gleichungen, da ist es leicht dann irgendwie einen Teiler rauszufinden. Also 2 mal 3 ist 6, deswegen, vielleicht klappt es ja. Vielleicht auch nicht, dann haben wir halt Bruchzahlen, aber mit denen lässt sich nicht so gut rechnen. Also ich sage jetzt einfach hier, n1 ist 6. Und jetzt kann ich einsetzen. Also normalerweise müsste man jetzt die beiden Gleichungen hier noch verrechnen, dass man nur noch eine Variable hat. Und so weiter und so fort. Ihr kennt ja das Verfahren, wenn nicht, schaut euch die anderen Videos an. Ich kopiere lieber mal die Gleichung hier. Der wird es dann leichter. So, ich setze hier in diese Gleichung ein, also n1. Na toll. Wieso will das nicht so wie ich? Okay, minus 2 mal 6. Plus 3n3. Ist gleich 0. So, jetzt haben wir hier minus 2 mal 6 sind minus 12. Bringen wir die minus 12 auf die andere Seite, haben wir plus 12. Und wenn wir durch 3 teilen, steht hier 4. So, dann haben wir schon 2 Stück von 3.
Also n1 ist 6, n3 ist 4 und ab in die erste Gleichung. Beziehungsweise nicht m, sondern n1 ist 6, n2 bleibt stehen, n3 ist 4, also 4 hier einfügen. So, 2 mal 4 ist 8. 6 plus 8 sind 14. So. Packen wir das auf die andere Seite. Haben wir drüben minus 14. Und durch 2 hier, durch minus 2, sind wir bei 7. Und schon haben wir alle 3. Müssen die nur noch hier einsetzen, können n1 und 2 und 3 endlich mal löschen. 6, 7 und 4. So, und jetzt wisst ihr, wie man den normalen Vektor aus einer Parametergleichung ausrechnet. Ist gar nicht so schwer, denn ihr dürft euch ja eine Variable frei aussuchen. Und wie wir jetzt weitermachen, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Da kommt dann die Koordinatengleichung dran. Wir machen genau an der Stelle weiter, also nicht vergessen. Und ja, bis dann. Ciao.